erklärt worden. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed 2. So, mal gucken, was wir heute machen. Wir machen heute die Hauptmission weiter. Dann müssen wir auch mal wieder ein bisschen vorankommen. Bleib weg, du Mörder! Den rammen wir mal, da kriegen wir ein paar Florin dazu noch. Hier ist noch ein Schätzchen zu plündern, wisst ihr was? So, locken wir hier die Diebe an und dann können wir die Wachen da weglocken. So, jetzt können wir schön reinspazieren und alles plündern. So, guck mal, da kriegen wir schon 965 Florin. Und da auch nochmal 1035. Oh, so kann man reich werden. So, wir synchronisieren hier nochmal einen Aussichtspunkt. Hier ist noch so ein Glyph, den wir synchronisieren können. Er ist gepflückt von einem Baum, der von einer Schlange bewacht wurde, wirken seine Kräfte Wunder. Dann abgenutzt von der Zeit, auseinandergerissen und unter einem roten Meer versteckt, erneuerte die Zeit. Ah ja, geiles Rätsel mal wieder. Mal gucken, was es da mal hier ist. Mal gucken, ob das funktioniert. Nee, das hat leider nicht ganz funktioniert, aber das müsste funktionieren, ja. So ist es auch, das sollte klappen. So, was haben wir hier? Ein bisschen höher vielleicht? Ja, nee. Ah, hier ist es ja. Edenspieler 34 Tuch. So, Pass gefunden, Passcode gefunden. So, die Wahrheit. Haben wir einige Filmchen bekommen. Aber ich komme da irgendwie immer noch nicht mit zurecht mit diesen Filmchen. Ich weiß nicht, was da sein soll. Oh, ich dachte, hier wäre eigentlich ein Synchronisationspunkt, aber anscheinend doch nicht. Naja, ist auch egal. Wir machen jetzt mit der Hauptgeschichte weiter. Wir sind hier am Punkt angelangt. Wie komme ich nur hinein? Wenn ich die Wand... Oh, das geht nicht. Das schaffe ich nie. Ich muss einen anderen Weg finden. Ich kenne euch. Wir müssen gehen. Ihr habt euch nie für die Rempelei entschuldigt. Los! Va bene, wohin? Zum Wasser. Das ist keine sehr genaue Angabe. Ah ja, das wird eine Narbe geben. Naja, Rosa hilft uns bloß zu gelangen. Das sollen wir mal probieren. Aber vorher, Rosa eskortieren und beschützen. Genau, es beschützen. No. Das wollen wir doch nicht auf uns sitzen lassen, ne? Diesen Schlag, den wir abbekommen haben. Verfluchter Bogenschütze. So, jetzt folgen wir immer. Oh, scheiße. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Schnell weg hier. Ja, ja, chill mal ein bisschen. Nicht so hastig. So, die hätten wir auch nochmal. Hä, ja, wohin will sie denn? Alter, die ist so bescheuert. Ey, jetzt sind wir nur dahin gegangen, um zu kämpfen, obwohl sie eigentlich doch in eine andere Richtung wollte. Bescheuert. Beeilt euch! Los, los!
So, ich habe noch ein paar zum Eliminieren. Schnell, sie kommen näher. So, nehmen wir mal den Speer mit, das wird lustig. Aber das im Bett sind wir etwas zu langsam da. Lassen wir den noch lieber liegen. Hä? Ey, wir haben gar keine Dings ausgewählt, keine Klinge. Diese Doppeldings. So, ihn hätten wir jetzt auch. Wir sollten eigentlich schon in der Nähe vom Wasser sein, ne? Das ist ja hier. Da am. An der Rialto-Brücke oder wie die doch heißt. Allein wäre ich besser dran. Hä, was war das denn jetzt? Oh, Jesus, mein Bein! Ich habe euren Namen nicht verstanden. Rosa. Honorato, Rosa. Ich bin Ezio. Ich weiß. Was soll das heißen, ich weiß? Nicht jetzt. Wir haben keine Zeit zum Plaudern. Oder seid ihr blind? So, schnell weg hier. Aber, nee. Dann müssen wir doch kämpfen. Ich wollte eigentlich kämpfen vermeiden, aber... Na, da seht ihr, was die Fruchtexemplare der Kultivierter halt immer von uns wollen. Ezio, was macht ihr denn? Kommt her! Ah, wie tödlich. So, vielleicht können wir die Leute da hinten anheuern? Der Preis ist nicht verhandelt. Ja, natürlich. Oh, oh, da kommen welche Soldaten, dann stell wieder zurück. Dass sie uns nicht sehen. Ah, nein, die haben uns trotzdem gesehen. Ah, scheiße, ey. Aber wir können doch noch unbemerkt vorbei. Das ist okay. Ich habe ein Elixier aus Blatt. Hugo! Was ist los? Rosa ist verwundet. Gebt sie her. Für den Rest des Weges nehmen wir das Boot. Vorsicht. Geht. Ich übernehme die Wachen. So, die Gondel eskortieren und beschützen. Die erste Person, die wir eliminieren müssen, ist hier vorne sofort. So, Nummer 1 ist schon mal getötet. Aber vorher plündern wir den natürlich noch, ne, weil er hat ja diese 4 Florinen, die müssen wir unbedingt mitnehmen. Das ist so extrem notwendig, lebensnotwendig. Das müssen wir mitnehmen. So, der nächste schön hier vorne. Aber klar doch. Aber vorher plündern müssen wir plündern. Sonst bekommen wir kein Gehalt. So, jetzt geht's hier hoch. So, ein Verwurfmesser, weil der steht da hinten. Der Typ. Schade, von hier konnten wir nicht anvisieren, aber. Aber jetzt von hier. So. Einmal, zweimal und zack, fertig ist er. Und schon weiter geht's. Sie sind überall auf den Dächern. Tut etwas, schnell! Ja, entspann dich. So, hier einmal. Ich wollte eigentlich Luftattentat machen, hat aber nicht so ganz funktioniert, egal. So, ihn auch noch. Wieder Wurfmesser, da hinten ist der nächste von denen. Nee, von hier bekommen wir den nicht. So. Ihn hätten wir jetzt auch. Da ist er. Wir kriegen ihn. Ey, Luftattentat, ne? Was ist los? Oh nein, nicht ins Wasser! Oh, scheiß Arschloch, ey. Mal Lacker. So, den... Hallo? Hallo? Den nehmen wir jetzt aber mit.
So, gehen wir jetzt hier hoch. Entfernung zum Ziel verringern. Ey, das ist doch unglaublich. Jetzt steht er da. Alter, ist er bescheuert. Naja, egal. Fällt er weiter? Ja, Gott sei Dank. Ey, Kolo. Ja, stopp dich jetzt. Gute Nacht. Bye-bye. So. Das haben wir auch noch mitgenommen, die Truhe da. Luftattentat hier aber. Zack. So, dahinter war noch einer. Der hat mich gerade von oben gesehen. So. Warnung, neue Status, die werden gesucht. Scheiße. So, wo ist der nächste? Da hinten. Da hinten sind noch ein paar. Gehen wir hier entlang? Kriegen wir das hin? Jo. Gerade mal so noch. So, die Liebe brauchen wir hier gerade nicht. Die lassen wir da stehen, wo sie sind. Wir haben noch Urlaub. Kommt, meine Freunde. Ich habe frischen Schafsurin und Rosmarin. Rosmarin. Ah, hier war anscheinend doch keiner. Naja, umso besser für uns, ne? Weniger zu tun. So, warten wir mal hier auf die Leute. So, da sind sie ja endlich. Hat ganz schön lange gedauert. 2 Minuten habe ich gewartet. Es ist tot, Idiota. Beten kannst du später. Porco Demonio. Ich muss zu Antonio. Vorsicht. Lasst mich das machen. Geht und sucht Antonio. Jesus, Hugo, tu, was er sagt. Jetzt geben mir schon die Neuen die Befehle. Ganz genau. Hey, hey. Aufwachen. So. Bringen wir die mal da hinten nach zu Antonio. So, legen wir sie schnell auf den Tisch und dann wird erstmal behandelt. Wo sind wir? Daheim. Hilfe ist auf dem Weg. Dank. Rosa, was ist passiert? Hol einfach das Ding da raus. Bald, bald. Sehen wir uns das erst an. Sauber ein- und ausgedrungen. Das ist gut. Hol ihn raus. Rosa, wir müssen aufpassen, dass... Sofort! Wie du willst. Sag nichts! Tut mir leid, Piccola. Piccola, schieb dir dein Mitleid in den Hintern. Geh, hol Bianca, mach schnell. Ihr müsst mir helfen. Wie? Nehmt ein sauberes Tuch. Wenn ich die Hand wegnehme, drückt den Stoff in die Wunde. Seid ihr bereit? Jetzt. Porca puttana. Ben Fatt, ihr arbeitet gut unter Druck. Sie hat Temperament, die Kleine. Avanti! Bringt sie hinein, damit Bianca die Wunde schließen kann. Das wird wieder. Das Schlimmste ist vorüber. Ich wünsche dir die Pest, du Bastard! Dir und deiner dreckigen Hure von Mutter! Danke. Rosa ist mir sehr wichtig. Würde ich sie verlieren? Ich hatte immer eine Schwäche für Frauen in Not. So sagt man. Tut nicht so überrascht. Wir wissen alles über euch, Sir Ezio. Über eure Arbeit in Florenz und in der Toskana. Gute Arbeit, wenn auch etwas ungeschliffen. Dann wisst ihr, warum ich in Venedig bin. Ich ahne es. Wenn ihr eine Minute habt, kommt in mein Büro. Wir haben etwas zu besprechen. Boah, 4000 Florin haben wir bekommen. Nicht schlecht. So, klopfen wir mal bei Antonio an. Avanti. Ezio. Prego. Kann ich euch etwas anbieten? Biscotti. Und Kaffee. Was ist Kaffee? Ein interessantes Gebräu, das ich von einem türkischen Händler habe. Hier, kostet doch mal. Etwas bitter, wenn ihr mich fragt. Irgendwas fehlt da noch.
Ich weiß nicht, habt ihr es mal mit Zucker probiert? Oder Milch? Ich schätze, es ist eher etwas für Kenner. Aber genug davon. Wo waren wir? Der Fehlschlag am Palazzo wirft uns zurück. Davon müssen wir uns erst erholen. Sicher wird Emilio die Zeit nutzen, seine Verteidigung zu stärken und die Unterdrückung des Bezirks fortsetzen. Wir haben nicht dieselben Motive, aber wir haben dasselbe Ziel. Sammeln wir unsere Kräfte und versuchen es erneut. Übereilte Taten bringen nur weitere Verluste. Nein, wir müssen abwarten und neue Pläne schmieden. Ich kann nicht untätig herumsitzen und warten. Nun, das müsst ihr nicht. Arbeitet mit uns. Meine Männer rappeln sich bereits wieder auf. Geht zu ihnen. Sie werden euch beschäftigen. Je eher ihr ihnen helft, desto eher können wir zuschlagen. Molto bene, Messere. Akzeptiert. Eine weise Entscheidung. Ah ja, gut zu wissen. So, bevor wir das machen, gehen wir erstmal hier zu Rosa. Salute, Rosa. Ihr scheint euch gut zu erholen. Wie gefällt euch Venezia? Die Stadt hat Charme. Aber wie könnt ihr mit dem Gestank leben? Ekelhaft. Also? Was führt euch zu mir? Ich habe gehofft, ihr könntet mir bei etwas helfen. Und das wäre? Ich möchte so klettern lernen wie ihr. Oh. Va bene, das kann ich tun. Nun, ich nicht, aber Franco kann. Franco, beweg deinen Hintern. Zeig Ezio, wie man die Spitze des Gerüsts erreicht. Beginnt in einer hängenden Position. Dann springt zur Kante über euch. Erreicht ihr sie, greift mit der Hand danach und zieht euch hoch. So, gesehen, wie es geht? Ich glaube ja. Das werden wir ja sehen. Versucht es selbst. Das werden wir wohl machen. Affen machen alles nach. Ja. Diesmal sind wir der Affe. So, zur Spitze des Gerüsts gelangen. Also das war jetzt mal nicht so schnell. So, wie war ich? Es gibt bessere. Ah, ihr trefft mich mit euren harten, harten Worten. Na gut, Angeber. Stellen wir euer Können auf die Probe. Ich bin ganz Ohr. Trefft mich vor der Frari-Kirche. Ei, ei, wird gemacht. Aber bevor wir da hingehen, da ist der Weg zu lang und zu weit. Gehen wir erstmal hier nach oben, da ist eine schöne Truhe, die wir plündern können. Und dann gehen wir wieder zurück zu Antonio, weil der ist genau hier vor unserer Nase. Hier der 99, ja, das kann sich sehen lassen. So. Ah, Ezio. Ich hoffte, ihr würdet zurückkehren. Ich brauche euren Rat bei etwas. Natürlich. Sagt mir, was euch bedrückt. Emilio hat einige meiner Männer gegen mich aufgewiegelt. Bestechung und Erpressung, ja? Ja. Wir können nicht zuschlagen, bevor die Verräter erledigt sind. Sie sind noch in diesem Bezirk. Sie beobachten uns und erstatten Emilio Bericht. Das werden sie nicht mehr lange tun. Frühjahrsputz. Ja, da werden wir mal ein bisschen aufräumen jetzt, ne? Die ganzen ungebetenen Gäste, die nicht keine Miete zahlen, wollen wir jetzt erstmal wieder verscheuchen, ne? Oh, was sehe ich denn da? Noch ein paar Glyphen. Also heute ist wirklich unser Glückstag. Zar Nikolaus II. Aus Russland. Mal gucken, was wir hier bei ihm finden. So. Eden Splitter 34. Ich verstehe nicht, warum 34. Egal. Jeanne d'Arc, Frankreich. So, was haben wir hier Schönes?
Nee, hier ist nichts, aber bestimmt hier so. 25 sogar, bescheuert. So. Schon da können wir nicht nehmen, aber die Flamme können wir nehmen. Die Flamme nehmen wir nicht da, sondern zu Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Genau. Sie verbrannte Jeanne bei lebendigem Leibe. Ohne den Stab war der Zar Macht. Er konnte seine Untertanen nicht mehr kontrollieren. Revolution! Revolution! Ah ja. Gut zu wissen. Passcode gefunden. So, ein weiteres Video, was ich aber immer noch nicht verstehe. Das sieht so aus, als ob da irgendwie zwei Menschen flüchten wollen. Vor wem oder was? Keine Ahnung. Also, ehrlich, ganz komisch zu verstehen. Richtig kompliziert. Bis jetzt. Mal gucken, ob wir die anderen Filmchen noch dazu finden. Vielleicht können wir es dann entschlüsseln, aber bis jetzt verstehe ich nichts. So, Sekunde, sehen wir hier den Aussichtspunkt. Und dann springen wir ins Wasser. Immer eine gute Idee. Feuern wir die mal an, aber die sollen bloß da bleiben, sonst sind die gleich alle tot, wenn sie ins Wasser fliegen. Auf dem Schiff ist unser erstes Ziel. Da oben läuft es ja schon. Und den schicken wir jetzt mal kämpfen. So, der will mal hier mit uns ein bisschen kämpfen, kann aber nicht schwimmen. Opfer. Naja, egal, wir können jetzt gehen. Und uns die nächsten Ziele aussuchen. Verfolgen eher. Nicht aussuchen, verfolgen. So, hier können wir entlang. Da ist so ein bisschen diese. So, gehen wir mal schnell aufs Dach. Salve, come sta Madonna Francesca? Ja, come sta? Oh, scheiße, hier ist auch noch einer. Jetzt stirbst du. Wisst ihr was? Den greifen wir jetzt mal und schmeißen ihn runter vom Dach. Haha, was für ein Opfer. Das hat wirklich funktioniert. Damit habe ich nicht gerechnet. Komm, mit ihm machen wir das Gleiche. Oh ja, natürlich. Genau, wenn man das gerade nicht will, ist diese Scheiße da. Egal, machen wir nochmal. Da hast du Stronzo. Genau. So. Todessprung darunter einmal. Aber vorher nehmen wir hier die Truhe hier mit. So. Haben wir wieder gerundete 500 Franc bekommen. Florin, nicht Franc. Das ist ja Französisch. So, wo ist jetzt das nächste Ziel? Auf dem Marktplatz irgendwo. Ah, da ist es ja schon geradeaus vor uns. Sehr gut. So, warten wir mal kurz auf den. Der kommt jetzt gerade in unsere Richtung schön. So, was machen wir jetzt? Warten wir mal kurz, bis er bei uns ist. So, anvisieren können wir uns auch schon. Zu uns kommt er leider nicht, aber dafür können wir das hier machen. So. Das hat auch schon mal gesessen. Den können wir abreißen, das brauchen wir hier nicht. So, jetzt sind wir wieder inkognito. Einverstanden. Oh, den brauchen wir gar nicht suchen, der ist ja schon mal sofort bei uns. So, um den brauchen wir uns gar nicht erstmal richtig kümmern. Da, 2500 Florin. So, und das hätten wir dann auch schon wieder geschafft. Auf der Karte sehe ich gerade, dass wir in der Nähe von dieser Kirche sind, da wo Rosa uns treffen wollte. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt auch noch zum Abschluss der Folge. Mir ist gar nicht schaden.
Die lenken wir noch ab, die Wachen da. So zum Spaß. Weil die brauchen wir eh nicht mehr, die Diebe. So, Rosa ist da. Ein Gerüst hochzuklettern ist schön und gut. Mal sehen, wie ihr euch im Freien schlagt. Zur Spitze des Turms, ja? Bin in einer Minute zurück. Mal gucken. Hüpfen und springen. Das können wir doch so gut. Hüpfen und springen. So. Den Turm erklimmen. Jetzt haben wir 5 Minuten. Wir brauchen nicht mehr als 2. So. Gehen wir hier hoch. Also sowas können wir jetzt gar nicht gebrauchen, nur zum Klettern. Aber leider ist sowas auch da. So, hier können wir jetzt schön springen und hüpfen. Na, hier kommen wir leider nicht weiter. Da habe ich mir schon gedacht, das ist zu hoch. Wir sind einmal rum. Da geht's wieder. So, da haben wir doch nur eine Minute gebraucht. Wie es aussieht. Zum Fuß des Turms kommen. Ja, aber erstmal synchronisieren wir hier schön. So, Karte aktualisiert und runter mit uns. So, dafür haben wir jetzt 1 Minute 15 gebraucht. Und? Sieht aus, als könnte ich euch nichts mehr beibringen. Ich sag Antonio Bescheid. Erledigt eure anderen Aufgaben. Bald ist es geschafft. So, das war's auch schon von der Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Das ist kostenlos und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das machen würdet und mich dabei unterstützt. So, demnächst kommen noch ein paar Folgen von der MyTeam-Karriere F1 2021 raus. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.